sind wir auch schon bei unserem nächsten Slamma. Der kleine Maulwurf in der Sendung mit der Maus macht immer Appetit auf mehr, auf die Wissenssendung hinterher. Und jetzt hören wir die Geschichte vom Lemur und der Maulwürfin. Ganz viel Spaß mit André Lampe. Kann man mich hören? Ah, wundervoll. Ja, ich bin Physiker, was für eine Überraschung. Mein Name ist André Lampe. Ich komme aus Bielefeld. Ich muss mir schon von Chinesen anhören. I heard your city doesn't exist. Egal. Ich habe eine wichtige Fragestellung vorweg. Wer ist hier kein Akademiker oder irgendwie mit der Uni verbandelt? Mal die Hand hoch, bitte. Okay, dankeschön. Der Rest kann rausgehen. Ich habe diesen Vortrag gemacht für meine 6-jährige Nichte Sophie. Und er heißt, die Geschichte, ja, tut mir leid, ich wusste es nicht, dass hier auch Formeln erlaubt sind und so. Die Geschichte vom Lemur und der Maulwürfin. Also meine kleine Nichte Sophie ist cool. Eins der wenigen coolen kleinen Mädchen, die ich kenne. Sie hasst Rosa und Pferde. Ist mir sehr sympathisch. Ja, und die sagte dann, ich war irgendwann mal wieder zu Besuch und so, Onkel André, erzählst du mir eine Geschichte? Klar, es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. Erzählst du mir die Geschichte von Arbeit? Es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. Wirklich von der Arbeit? Ja, ja, pass auf, wo das hingeht. Und die Mutter, ne, also ist mein Bruder, ne, also die ist eingeheiratet in der Familie, die ist immer ganz kritisch so. Ne, guckt dann so durch die Tür, ja, ob ich auch keinen Blödsinn erzähle. Also, es war einmal ein Lemur. Der hat große Augen und sitzt total gerne auf seinem Baum und ist total neugierig. Damit wir uns das besser merken können, ich meine Lemur, okay, aber nennen wir ihn mal Peter. Und eine Maulwürfin, die ist total kurzsichtig, die sitzt total gerne in ihrem Hügel und ist auch total neugierig. Der Einfachheit nennen wir sie mal Sichlinde. Also, Peter und Sichlinde, die sind Nachbarn. Und wegen der unterschiedlichen Blickwinkel sind die manchmal nicht einer Meinung. Das wird ab und zu auch mal irgendwie, also, das wird relativ deutlich und... Aber man kennt das ja, abends ist ja meistens wieder alles gut. So, ne, dann sitzt Peter auf dem Baum und Sichlinde unten in ihrem Maulwurfshügel. Und dann, man kann sich da vielleicht noch dran erinnern, letztes Jahr, ne, hat so ein bisschen, war schön warm in so ein paar Tagen, ne, und dann flitzen so Glühwürmchen manchmal so durch die Nacht, ne, Glühwürmchen, so die flitzen da so durch die Gegend und schwirren, ja. Und wenn dann Peter vom Baum genau guckt, dann sieht Peter, der sieht da nur so eine fluoreszierende Wolke, weil, naja, die schwirren durcheinander und so ein bisschen von der Wiese und so ein bisschen von dem Maulwurfshügel sieht er auch. So, und Sichlinde, die sitzt ja in ihrem Maulwurfshügel drin, ne? Die sieht den Maulwurfshügel nicht. Die hat nur so ein Stück kleines Himmel und ist wahnsinnig kurzsichtig. Das heißt, sie sieht mal nichts, dann kommt da mal wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts und dann kommt da wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts. Das heißt also, der Lemur, der hat ein sehr breites Sichtfeld, der kann aber keine Details ausmachen, ne? Nur so eine diffuse Wolke. Und Sichlinde... Der Maulwurf, verdammt, die Maulwürfin, hat nur ein Guckloch und kann nur einzelne Details ausmachen. Ja, und wenn dann jetzt so das so vor sich hinschwirrt und rein zufällig ist da Horst die Blumenhecke an der Seite, ja, und die diese Glühwürmchen, die finden Blumen total schön, aber nicht Hecken, also nur Blumen. Das heißt, die schwirren und schwirren und schwirren so Richtung Horst, ja. Was ist denn? Und setzen sich nur auf die Blüten drauf. Ne? Dann, wenn man wieder aus Peters Blickwinkel, wieder ein Stück Wiese, bisschen der Maulwurfshügel, ne? Und dann sieht man, die Glühwürmchen sitzen auf den Blüten drauf. Ja, und Sichlinde sieht nichts, weil die, da müssen ja die Dinger vorbeifliegen und die sitzen auf den Blüten, fliegen nicht mehr. Okay, das heißt, wir fassen das mal zusammen. Der Lemur, Peter, der kann räumliche Strukturen erkennen. Und Sichlinde, die sieht nur, was, wenn was am Guckloch vorbeifliegt. Noch eine größere Zusammenfassung, das Der Lemur, Peter, der kann erkennen, dass da was leuchtet, weiß aber nicht genau, was es ist. Er kann Strukturen auflösen. Und Sichlinde, unsere Maulwürfin, die sieht, dass da einzelne Dinge leuchten. Die kann sagen, wie schnell die Dinge sind, weil sie sieht ja immer nur einen. Ja? Aber sie kann keine Strukturen sehen.
Ja, was soll das alles, ne? Meine Schwägerin in dem Moment in das Zimmer rein, sag mal, hast du einen Lattenschuss? Du sollst eine Geschichte erzählen irgendwie, dass sie nicht über die Straße geht, wenn da LKWs langfahren oder so irgendwie. Wo ist denn da der Inhalt? Mama! Ja, ne? Also, niemand kann sie leiden. Ich weiß auch nicht. Ich kann das ruhig öffentlich sagen. Wir sind seit, also, Sophie ist mittlerweile 9. Ich habe gesagt, ich habe die geschrieben, als sie 6 war. Lange Geschichte, wir können uns da vielleicht nachher über ein Bier drüber unterhalten. Also, was soll das alles? Sagt sie dann, ne? So, naja, also, ich sollte ja was von der Arbeit erzählen. Ja, André, erklär mal, was das mit der Arbeit zu tun hat, Sophie wieder, ne? Ja, also, pass auf, ja? Sichlinde funktioniert wie ein Konfokal-Fluoreszenzmikroskop. Naja, also, ne? Das ist ja ein Konfokal, heißt, es nimmt nur einen ganz kleinen Detektionsbereich wahr. Stark fokussiertes Licht geht da rein und ich kann halt Einzelmoleküle sehen. Ja? Das heißt also, diese Tropfsteinhöhle zeigen irgendwie die Laserphysiker immer total gerne, das ist eine Autokorrelation. Da sieht man dann, dass da irgendwie einzelne Moleküle durch die Gegend huschen. Die können wir messen, wir können sie aber leider nicht abbilden. Ja? Also wir können in freier Lösung Diffusionszeit bestimmen, weil wir ein definiertes Volumen haben. Und wenn da so ein Molekül durch die Gegend eiert, dann können wir messen, ja, da war jetzt eins drin. Ne? Und das hat so lange gebraucht, um da durchzukommen. Also Diffusionszeit messen, aber abbilden, nö. Naja, also Sichlinde funktioniert wie ein Konfokalfluoreszenzmikroskop. Für die Fachleute Fluoreszenzkorrelationsspektroskop, aber wir wollen uns hier nicht streiten über Fachbegriffe. Die Maulwürfin guckt nur an einer Stelle, aber da sehr genau und wir können einzelne Moleküle detektieren. Komm mal zu Peter. Ne? Peter funktioniert wie ein Waldfeldfluoreszenzmikroskop. Was für eine Überraschung. Ja, also da hat man so eine fluoreszierende Wolke. Also wenn man da ganz viele Farbstoffmoleküle irgendwie in Lösung gibt, dann kriegt man so eine Wolke. Das ist ein Bild aus meiner Diplomarbeit. Dafür kriegt man ein Diplom heutzutage. Das ist kein Scherz, ich habe hier unten noch eine Referenz eingefügt. Ja. So, aber wenn wir jetzt wieder an Horst die Blumenhecke denken, ne? Also da irgendwas reinschmeißen, wo die Farbstoffe gerne hinwollen, dann sieht man da, jo, wir können Strukturen sehen. Das ist jetzt gebundener Farbstoff auf kleinen Beads, die kann man so kaufen im Laden, also jetzt nicht im Aldi, aber die schmeißt man da so rein, oder geht der Farbstoff so zuck, und dann kann man da ein Bild von machen. Und dann kriegt man, das ist auch ein Bild aus meiner Diplomarbeit, dann kriegt man so schöne, runde Bälle, die leuchten. Großartig. Das heißt, wir können Strukturen erkennen. Mehr müssen wir dazu nicht müssen. So, der Lemur hat also einen großen Bereich im Auge, leider auf Kosten der Details. Das sind einzelne Moleküle, wissen wir aber nichts von. Haben wir eben erklärt gekriegt mit der Auflösungsgrenze. Also, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Wir können aber komplexe Strukturen abbilden, zum Beispiel einen Teil eines Hamsters. So, und wozu braucht man das? Meine Schwägerin wieder, ne? Sophie, das ist ja interessant. Ja, also, ne, die hemmt immer diese kleinen, das tut mir auch total, lassen wir das. Ja, also, die kann man, wozu braucht man das? Ja, also, ich habe da in meiner Diplomarbeit habe ich sowas gemacht. Da habe ich einen modernen Bluttest entwickelt. Du bist Physiker, du machst irgendwie mit Bildern rum, in Zellen oder mit Farbstoffen und dann entwickelst du einen Bluttest und du bist Physiker? Ja, so, schwer zu glauben, aber ist so. Ja, also, erstens, da braucht man 5 Schritte, um so einen Bluttest zu entwickeln. Erstmal sucht man sich was raus, was so ein Arzt wissen will, was im Blut rumfliegt. Das markiert man, ja, klebt man mit irgendwas, wie das geht, ist egal, klebt man da irgendwie was Leuchtendes dran. Dann muss man diese Markierung überprüfen, dann nehmen wir unser Sichlinde-Mikroskop und gucken, ob der Farbstoff langsamer geworden ist. Ne? Vorher Farbstoff, und wenn es gebunden hat, alles klar, hat funktioniert, können wir weitermachen. Nehmen wir wieder Horst die Blumenhecke und fangen unsere markierten Stoffe ein, also diese fluoreszenten, diese Beads, die die Sachen aufkumulieren auf der Oberfläche. Den Stoff fangen wir ein, wir bilden das Leuchten ab mit unserem Lemur-Mikroskop, Peter auf seinem Baum, zack, Weitfeld, kann Strukturen erkennen. Und dann stecken wir dieses Bild in einen Computer und der sagt dann 27. Das ist hier Erich, der Auswertungscomputer. Ich habe doch keine Zeit. Also, fluoreszenzbasierte Bluttests. Also, ne, hier, das mit dem Leuchten ist ja für eine 6-Jährige. Das mit dem Leuchten basierte Bluttests sind, erstens, sie sind schneller. Wir können das mit viel weniger Blut machen. Wie so ein Blutzuckermessgerät kann man das machen und total komplizierte Immunparameter im Blut feststellen. Ich bin sofort fertig, danke für den Hinweis. Es ist automatisierbar, billiger und teilweise, also nicht immer, aber manchmal ist das Ding genauer. So, und was war
Für den Erfolg brauchen es einmal Peter, ja, das Weitfeldmikroskop, das gerne auf dem Baum sitzt, sich Linde, was kleine Details erkennen kann, die Diffusionszeit messen, Horst die Blumenhecke, damit wir es irgendwie einfangen können, Erich den Auswertungscomputer. Und wenn wir das alles zusammengeschmissen haben und irgendwie 3, 4 Diplomanden in einen dunklen Raum sperren und denen ein bisschen Bier und Nahrung geben, dann kommt da am Ende Waltraud, das Bluttestgerät, heraus. Und das sagt dann so Sachen wie, das Interleukin-1-Beta-Messwert von Patient Egon E. Brömmelkamp, Name geändert, beträgt 27 Nanomolar. Erich ist dann ein bisschen traurig, weil der kann nur 27 sagen oder andere Zahlen. Ja, und das, aus Waltraud kommt dann irgendwas raus, was auch Ärzte verstehen, wobei die ja oft keine Einheiten benutzen, aber das ist eine andere Baustelle. Moment! So, und meine, wie, habe ich jetzt schon rot gekriegt? Dankeschön. So, und jetzt meine Schwägerin wieder, ne? Peter und sich Linde, hättest du gleich mit Mikroskopen anfangen müssen. Hätte ich das sollen? Ja, ich stelle die Frage lieber nicht. Ja, also, erstmal haben die kürzere Namen, Peter und sich Linde, ja, im Vergleich zu konfokales Fluoreszenzmikroskop oder Weitfeldfluoreszenzmikroskop, ja? Und die sind viel süßer. Danke fürs Zuhören! Danke, André. Guckt dann so durch die Tür, ja, ob ich auch keinen Blödsinn erzähle. Also, es war einmal ein Lemur. Der hat große Augen und sitzt total gerne auf seinem Baum und ist total neugierig. Damit wir uns das besser merken können, ich meine Lemur, okay, aber nennen wir ihn mal Peter. Und eine Maulwürfin, die ist total kurzsichtig, die sitzt total gerne in ihrem Hügel und ist auch total neugierig. Der Einfachheit nennen wir sie mal sich Linde. Also, Peter und sich Linde, die sind Nachbarn. Und wegen der unterschiedlichen Blickwinkel sind die manchmal nicht einer Meinung. Das wird ab und zu auch mal irgendwie, also, das wird relativ deutlich und... Aber man kennt das ja, abends ist ja meistens wieder alles gut. So, ne, dann sitzt Peter auf dem Baum und sich Linde unten in ihrem Maulwurfshügel. Und dann, man kann sich da vielleicht noch dran erinnern, letztes Jahr, ne, hat so ein bisschen, war schön warm in so ein paar Tagen, ne, und dann flitzen so Glühwürmchen manchmal so durch die Nacht, ne, Glühwürmchen. So, die flitzen da so durch die Gegend und schwirren, ja. Und wenn dann Peter vom Baum genau guckt, dann sieht Peter, der sieht da nur so eine fluoreszierende Wolke, weil, naja, die schwirren durcheinander und so ein bisschen von der Wiese und so ein bisschen von dem Maulwurfshügel sieht er auch. So, und sich Linde, die sitzt ja in ihrem Maulwurfshügel drin, ne? Die sieht den Maulwurfshügel nicht. Die hat nur so ein Stück kleines Himmel und ist wahnsinnig kurzsichtig. Das heißt, sie sieht mal nichts, dann kommt da mal wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts und dann kommt da wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts. Das heißt also, der Lemur, der hat ein sehr breites Sichtfeld, der kann aber keine Details ausmachen, ne? Nur so eine diffuse Wolke. Und sich Linde, der Maulwurf, verdammt, die Maulwürfin, hat nur ein Guckloch und kann nur einzelne Details ausmachen. Ja, und wenn dann jetzt so das so vor sich hinschwirrt und rein zufällig ist da Horst die Blumenhecke an der Seite, ja, und die diese Glühwürmchen, die finden Blumen total schön, aber nicht Hecken, also nur Blumen. Ja, das heißt, die schwirren und schwirren und schwirren so Richtung Horst, ja. Was ist denn? Und setzen sich nur auf die Blüten drauf. Ne? Dann, wenn man wieder aus Peters Blickwinkel, wieder ein Stück Wiese, bisschen der Maulwurfshügel, ne? Und dann sieht man, die Glühwürmchen sitzen auf den Blüten drauf. Ja, und sich Linde sieht nichts, weil die, da müssen ja die Dinger vorbeifliegen und die sitzen auf den Blüten, fliegen nicht mehr. Okay, das heißt, wir fassen das mal zusammen. Der Lemur, Peter, der kann räumliche Strukturen erkennen. Und sich Linde, die sieht nur, was, wenn was am Guckloch vorbeifliegt. Noch eine größere Zusammenfassung, das Der Lemur, Peter, der kann erkennen, dass da was leuchtet, weiß aber nicht genau, was es ist. Er kann Strukturen auflösen. Okay, dankeschön. Der Rest kann rausgehen. Ich habe diesen Vortrag gemacht für meine 6-jährige Nichte Sophie. Und er heißt, die Geschichte
Ja, tut mir leid. Ich wusste es nicht, dass hier auch Formeln erlaubt sind und so. Die Geschichte vom Lemur und der Maulwürfin. Also meine kleine Nichte Sophie ist cool. Eins der wenigen coolen kleinen Mädchen, die ich kenne. Sie hasst rosa und Pferde. Ist mir sehr sympathisch. Ja, und die sagte dann, ich war irgendwann mal wieder zu Besuch und so, Onkel André, erzählst du mir eine Geschichte? Klar, es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. Erzählst du mir die Geschichte von Arbeit? Es war einmal ein Lemur und eine Maulwürfin. Wirklich von der Arbeit? Ja, ja, pass auf, wo das hingeht. Und die Mutter, ne, also ist mein Bruder, ne, also die ist eingeheiratet in der Familie, die ist immer ganz kritisch so. Ne, guckt dann so durch die Tür, ja, ob ich auch keinen Blödsinn erzähle. Also, es war einmal ein Lemur. Der hat große Augen und sitzt total gerne auf seinem Baum und ist total neugierig. Damit wir uns das besser merken können, ich meine Lemur, okay, aber nennen wir ihn mal Peter. Und eine Maulwürfin, die ist total kurzsichtig, die sitzt total gerne in ihrem Hügel und ist auch total neugierig. Der Einfachheit nennen wir sie mal Sichlinde. Also, Peter und Sichlinde, die sind Nachbarn. Und wegen der unterschiedlichen Blickwinkel sind die manchmal nicht einer Meinung. Das wird ab und zu auch mal irgendwie, also, das wird relativ deutlich und... Aber man kennt das ja, abends ist ja meistens wieder alles gut. So, ne, dann sitzt Peter auf dem Baum und Sichlinde unten in ihrem Maulwurfshügel. Und dann, man kann sich da vielleicht noch dran erinnern, letztes Jahr, ne, hat so ein bisschen, war schön warm in so ein paar Tagen, ne, und dann flitzen so Glühwürmchen manchmal so durch die Nacht, ne, Glühwürmchen, so die flitzen da so durch die Gegend und schwirren, ja. Und wenn dann Peter vom Baum genau guckt, dann sieht Peter, der sieht da nur so eine fluoreszierende Wolke, weil, naja, die schwirren durcheinander und so ein bisschen von der Wiese und so ein bisschen von dem Maulwurfshügel sieht er auch. So, und Sichlinde, die sitzt ja in ihrem Maulwurfshügel drin, ne? Die sieht den Maulwurfshügel nicht. Die hat nur so ein Stück kleines Himmel und ist wahnsinnig kurzsichtig. Das heißt, sie sieht mal nichts, dann kommt da mal wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts und dann kommt da wieder einer vorbeigeflogen. Und dann sieht sie mal wieder nichts. Das heißt also, der Lemur, der hat ein sehr breites Sichtfeld, der kann aber keine Details ausmachen, ne? Nur so eine diffuse Wolke. Und Sichlinde, der Maulwurf, verdammt, die Maulwürfin, hat nur ein Guckloch und kann nur einzelne Details ausmachen. Ja, und wenn dann jetzt so das so vor sich hinschwirrt und rein zufällig ist da Horst die Blumenhecke an der Seite, ja, und die diese Glühwürmchen, die finden Blumen total schön, aber nicht Hecken, also nur Blumen. Ja, das heißt, die schwirren und schwirren und schwirren so Richtung Horst, ja. Was ist denn? Und setzen sich nur auf die Blüten drauf. Ne? Dann, wenn man wieder aus Peters Blickwinkel, wieder ein Stück Wiese, bisschen der Maulwurfshügel, ne? Und dann sieht man, die Glühwürmchen sitzen auf den Blüten drauf. Ja, und Sichlinde sieht nichts, weil da müssen ja die Dinger vorbeifliegen und die sitzen auf den Blüten, fliegen nicht mehr. Okay, das heißt, wir fassen das mal zusammen. Der Lemur, Peter, der kann räumliche Strukturen erkennen. Und Sichlinde, die sieht nur, wenn was am Guckloch vorbeifliegt. Noch eine größere Zusammenfassung, das Der Lemur, Peter, der kann erkennen, dass da was leuchtet, weiß aber nicht genau, was es ist. Er kann Strukturen auflösen. Und Sichlinde, unsere Maulwürfin, die sieht, dass da einzelne Dinge leuchten. Die kann sagen, wie schnell die Dinge sind, weil sie sieht ja immer nur einen. Ja? Aber sie kann keine Strukturen sehen. Ja, was soll das alles, ne? Meine Schwägerin in dem Moment in das Zimmer rein, sag mal, hast du einen Lattenschuss? Du sollst eine Geschichte erzählen irgendwie, dass du nicht über die Straße geht, wenn da LKWs langfahren oder so irgendwie. Wo ist denn da der Inhalt? Mama! Ja, ne? Also, niemand kann sie leiden. Ich weiß auch nicht. Ich kann das ruhig öffentlich sagen. Wir sind seit, also, Sophie ist mittlerweile 9. Ich habe gesagt, ich habe die geschrieben, als sie 6 war. Ja, lange Geschichte, wir können uns da vielleicht nachher über ein Bier drüber unterhalten. Also, was soll das alles? Sagt sie dann, ne? So, naja, also... Ich sollte ja was von der Arbeit erzählen. Ja, André, erklär mal, was das mit der Arbeit zu tun hat, Sophie wieder. Ne? Ja. Also, pass auf, ja. Sichlinde funktioniert wie ein Konfokal-Fluoreszenzmikroskop. Naja, also, ne, das ist ja ein Konfokal, heißt, es nimmt nur einen ganz kleinen Detektionsbereich wahr. Stark fokussiertes Licht geht da rein und ich kann halt Einzelmoleküle sehen. Ja?
Das heißt also, diese Tropfsteinhöhle zeigen irgendwie die Laserphysiker immer total gerne, das ist eine Autokorrelation. Da sieht man dann, dass da irgendwie einzelne Moleküle durch die Gegend huschen, die können wir messen, wir können sie aber leider nicht abbilden. Ja? Also wir können in freier Lösung Diffusionszeit bestimmen, weil wir ein definiertes Volumen haben und wenn da so ein Molekül durch die Gegend eiert, dann können wir messen, ja, da war jetzt eins drin, ne? Und das hat so lange gebraucht, um da durchzukommen, also Diffusionszeit messen, aber abbilden, nö. Naja, also Sichtlinde funktioniert wie ein Konfokalfluoreszenzmikroskop. Für die Fachleute Fluoreszenzkorrelationsspektroskop, aber wir wollen uns hier nicht streiten über Fachbegriffe. Die Maulwürfin guckt nur an einer Stelle, aber da sehr genau und wir können einzelne Moleküle detektieren. Kommen wir zu Peter. Ne? Peter funktioniert wie ein Waldfeldfluoreszenzmikroskop. Was für eine Überraschung. Ja, also da hat man so eine fluoreszierende Wolke. Also wenn man da ganz viele Farbstoffmoleküle irgendwie in Lösung gibt, dann kriegt man so eine Wolke. Das ist ein Bild aus meiner Diplomarbeit.